Wenn die Sonne über Europa untergegangen ist, beginnt in Papua-Neuguinea ein neuer Tag. 30 Jahre lang war der nordöstliche Teil dieses pazifischen Inselstaates ab 1884 deutsche Kolonie, Kaiser Wilhelms Land. Zu den ersten Europäern in Deutsch-Neuguinea zählt der Missionar Johann Flierl. Im oberpfälzischen Buchhof wurde Johann Flierl am 16. April 1858 geboren. Dort gab es damals nur das Anwesen seiner Eltern rechts im Bild. Spielkameraden hatte ich hier nicht. So beschäftigte ich mich in der Einsamkeit. Meine Anlagen für Ortssinn und Liebe zur freien Gottesnatur entwickelten sich damals in frühester Kindheit. Sie kamen mir bei meinen späteren Reisen durch Wüsten, Wald- und Bergländer zustatten. 100 Jahre nach seiner Ankunft in Neuguinea wurde Flierl zu Ehren nahe seinem Geburtshaus ein Gedenkstein enthüllt. Endlich war die Wartezeit um und ich konnte zum 1. April 1875 in das Neuendettelsauer Missionshaus eintreten. Als wohltätig und gesund für Leib und Seele bezeichnete der angehende Missionar die Lern- und Arbeitsordnung im Missionshaus. Auch die täglichen Andachten gefielen ihm. Er bereitete sich gerade auf das Examen vor, als von Südaustralien aus dringend ein Pastor für eine dortige Gemeinde angefordert wurde. Flierl lehnte ab. Er wollte Heidenmissionar werden. In der Neuendettelsauer Dorfkirche wurde Flierl Ostern 1878 für den Missionsdienst unter den Ureinwohnern Australiens abgeordnet. So sah der 20-Jährige vor der Abreise aus. 7 Wochen dauerte die Schiffsreise von Europa nach Australien. Ich hatte von dem dürren Australien mit seinen schattenlosen Wäldern so viel Wunderliches und zum Teil Übertriebenes gelesen, dass ich mir dasselbe möglichst öde und traurig vorstellte. Ich war dann angenehm überrascht, es viel besser zu finden, als ich es erwartet hatte. Flierl wurde von der evangelisch-lutherischen Immanuel-Synode im Bundesstaat Südaustralien zum Pfarrer ordiniert und in den Ort Bethesda im Norden des Bundesstaates entsandt. Einen großen Teil der etwa 800 Kilometer legte Flierl mehrfach zu Fuß zurück. Erst der Bau einer Eisenbahnlinie erleichterte das Reisen. In Bethesda lernte Flierl das Wüstenleben kennen. In den ersten Monaten verwandte ich meine Hauptzeit und Kraft auf die Erlernung der Sprache des Dieri-Volkes. Während der Woche wurde vormittags Schule gehalten, nachmittags die Schüler mit körperlichen Arbeiten beschäftigt. In dieser Zeit wurden viele Ureinwohner Opfer weißer Gewaltwillkür. Der Missionar aus der Oberpfalz prangerte dieses Unrecht an und protestierte dagegen. Flierls Mission war erfolgreich. Die ersten getauften Christen hießen Benjamin und Luise. Was uns in der wachsenden Gemeinde fehlte, war ein passendes Gotteshaus. Wir bauten die Kirche aus Lehm, Sand, Holz und Schilfrohr und hatten eine große Einweihungsfeier. Meine Gedanken an Neuguinea wurden wachgerufen durch Zeitungsberichte über die Gründung der deutschen Kolonie Kaiser Wilhelms Land. Damit erging an mich der Ruf, komm herüber nach Neuguinea und hilf uns, damit nicht auch wir verdrängt und vertrieben werden durch die Weißen, wie die Indianer in Amerika und die Ureinwohner in Australien. Heute ist das Barossa-Tal als Weinbaugebiet weltbekannt. Dort, in dem Städtchen Tanunda, war Flierl oft zu Gast. Flierl schrieb an das Missionskomitee in Südaustralien und auch in einem Brief an das Missionshaus in Neuendettelsau bat er um Entsendung nach Neuguinea. In der deutschen Langmeilgemeinde zu Tanunda war damals Johann Christian Auricht Pastor. Im Pfarrhaus fand der junge Mann Familienanschluss
und lernte seine spätere Ehefrau Luise, die Tochter des Pfarrers, kennen. Das Paar wurde am 5. Oktober 1882 in der alten provisorischen Langmeilkirche getraut. Von dort aus wurde Flierl 3 Jahre später als Missionar nach Neuguinea entsandt. Hier in Bethesda verbrachte Flierl seine 7 Lehrjahre in der Mission, wie er es nannte. In Adelaide begann die Schiffsreise nach Neuguinea. Von Cooktown aus sollte er mit einem Schiff der Neuguinea-Kompanie weiterfahren. Die Kompanie übte Hoheitsrechte in der Kolonie aus und hinderte Flierl an der Weiterreise. So blieb er zunächst in Cooktown hängen, einem Städtchen an der Mündung des Endeavour-Flusses. Der Regierung des Bundesstaates Queensland bot Flierl an, zwischenzeitlich unter den Aborigines um Cooktown zu arbeiten. Er erhielt den Auftrag, weiter nördlich eine Missionsstation anzulegen. Im Zeitalter des Geländewagens können die historischen Stätten bequem auf dem Landweg erreicht werden. Jedenfalls in der Trockenzeit. An dieser Bucht gründete Flierl die neue Station, die er Elim nannte. Pastor George Rosendale zeigt uns, wo sie aufgebaut worden war. Überlebt haben bis heute ein paar Palmen und Mangobäume aus jener Zeit. An dieser Stelle, erklärt Pastor George, war die Missionsschule, die auch sein Vater Leo besuchte. Leo Rosendale war als Kind von der Polizei verschleppt worden, wie viele andere Aborigines auch. Mit Unterstützung von Missionar Schwarz, einem der Nachfolger Flierls, rettete er sich auf die Missionsstation und durfte bleiben. Wahrzeichen der Bucht bei Elim sind die farbenprächtigen Sandabbrüche. Aus der Missionsstation entstand landeinwärts die heutige Siedlung Hope Vale. An die Gründung von Elim im Jahr 1886 erinnert eine Inschrift an der Kirche. Von Flierl begonnene Arbeit ist heute noch lebendig. Zurzeit sind Pastor Tom Jenke und seine Frau Lynn in der Gemeinde tätig. Früher arbeiteten sie im heutigen Papua-Neuguinea. Zu den Kindergottesdiensthelferinnen gehören auch Frauen aus den Völkern der Ureinwohner. Unerwartet erhielt Flierl etliche Monate später die Erlaubnis, nach Neuguinea weiterzureisen. Inzwischen hatten die Zeitungen in Cooktown, aber auch in Deutschland, das Gerücht verbreitet, Missionar Flierl sei von Wilden erschlagen und aufgefressen worden. Endlich konnte Johann Flierl zu seinem neuen Arbeitsgebiet aufbrechen. Am 12. Juli 1886 erreichte er die Küste von Neuguinea. Klein und unscheinbar war sie, die erste Hauptstadt von Kaiser Wilhelmsland mit dem Namen Finschhafen und der Insel Madang. Auf der Insel mietete sich Flierl ein Zimmerchen für 3 Monate. Von hier aus erkundete er die nähere Umgebung. Die ersten Wochen benutzte ich dazu, die umliegenden Dörfer zu besuchen. Ich lernte bald die beiden Hauptvölker des neuen Landes kennen, Melanesier, zu denen die Yabim hier an der Küste zählen, und die Papuas, zu denen die Kotte gehören.
Die erfreulichste Beobachtung war, dass die Mission an die Menschen hier keine Essensrationen austeilen musste. Im Gegensatz zu den umherziehenden australischen Ureinwohnern sind sie hier sesshaft, mit Feldern und Gärten. Auch bauen sie sich feste Häuser. Wenn man als erster Missionar in ein Land wie Neuguinea kommt, so ist man die erste Zeit unter einem solchen Volk wie ein Taubstumm. Man hört wohl, aber man versteht nicht, was die Leute zu einem reden, und man kann nichts zu ihnen sagen. Schon kurz nach seiner Ankunft in Neuguinea legte Fliel diese Wörtersammlung der Yabim-Sprache, später eine der Kotte-Sprache, an. Sein erster Brief ging an das Missionshaus in Neuendettelsau. Gott zum Gruß, hochgeehrter Herr Inspektor. Endlich kann ich den ersten Gruß aus Kaiser Wilhelmsland an Sie und die werten Missionsfreunde senden. 2 Monate nach Fliel war ein fränkischer Missionar, Karl Tremel, in Finschhafen eingetroffen. Fliel hatte sich entschlossen, die erste Missionsstation 1,5 Gehstunden südlich von Finschhafen in dem Ort Simbang anzulegen, das in der Langemak-Bucht liegt. Am 8. Oktober 1886 schlugen Fliel und Tremel ihr Zelt nahe dem Dörflein Simbang auf. Wider Erwarten wurden wir von den Dorfleuten sehr unfreundlich, ja feindlich aufgenommen, trotz wiederholter Anmeldung und Besprechung. Sie fürchteten offenbar, von uns verdrängt zu werden, wie es zum Teil in Finschhafen durch die Neuguinea-Kompanie geschehen war. An dieser Stelle, so erzählt man, haben die Missionare ihr Zelt aufgebaut. Später wurde zur Erinnerung an die erste Stationsgründung eine Plakette an einem Mangobaum befestigt. Die Aufnahme zeigt Missionsdirektor Dr. Eppelein mit Johann Fliel. Nicht weit entfernt finden wir die Simbang-Gedächtniskirche. Die Ankunft in Simbang am 8. Oktober 1886 wird gelegentlich am Jahrestag nachgespielt, wenn auch nicht unbedingt mit geschichtlicher Genauigkeit. Diese Aufnahmen entstanden in den 50er Jahren. In Simbang litten die Missionare an Krankheiten, besonders an schweren Malariaanfällen, die Arbeitskraft kosteten und ihnen oft den Lebensmut raubten. Dass die Anopheles-Mücke der Überträger der Malaria-Parasiten ist, weiß man erst seit Robert Kochs Neuguinea-Reise im Jahr 1900. Auch die Einheimischen hatten viele gesundheitliche Probleme. Tropische Krankheiten und ekelerregende Geschwüre machten auch ihnen das Leben schwer. Hier eröffnete sich das große und wichtige Aufgabengebiet der ärztlichen Mission. Nachdem die festen Gebäude der Station standen, holte Fliel 1888 seine Frau Luise nach Neuguinea. Sie war die erste Missionarsfrau im Land. Im Dorf Simbang verlebte sie ihre ersten Neuguinea-Jahre. Der Aufbau eines Schulwesens wurde neben der ärztlichen Mission ein wichtiger Pfeiler der Arbeit der Neuguinea-Mission. Bei der Erkundung der Umgebung wurde Fliel einmal von der hereinbrechenden Nacht überrascht. Wo er Unterschlupf fand, zeigen uns Pfarrer Rudolf Borzel vom Bayerischen Missionswerk und Helsbach-Kinder. Der Ort wird noch über 100 Jahre danach als Senior-Fofo, als Senior-Schlafplatz in Ehren gehalten. Neuguinea gehört zu den tropischen Ländern. Mit Ausnahme der Berglagen herrscht hier feuchte Hitze, die Niederschlagsmengen sind enorm. Es wurden schon über 500 Milliliter Regen an einem einzigen Tag gemessen.
Das entspricht fast der durchschnittlichen Jahresmenge in Deutschland. Johann Flierl erhoffte sich gesundheitliche Vorteile durch die Verlegung der Station auf diese nahe Anhöhe. Weil die Station Simbang 2, wie sie genannt wurde, nur unbedeutend höher lag, fanden die Missionare kein anderes Klima vor als am Meer. Das Kind der Eheleute Flierl blieb kränklich und in seiner Entwicklung zurück. Maria Vetter, Ehefrau von Missionar Konrad Vetter, musste an diesem Ort zu Grabe getragen werden. Von der Station ist nichts geblieben. Ein Kreuz erinnert daran, dass nach 13 Jahren Missionsarbeit die ersten Taufen auf Simbang 2 stattfanden. Am 28. August 1899 wurden die Schüler Ko Boing und Kamung Sanger auf die christlichen Namen Tobias bzw. Silas getauft. Eine heftige und rätselhafte Fieberepidemie suchte 1891 in Finschhafen die Angehörigen der Neuguinea-Kompanie heim. Nachdem binnen kurzem 28 Tote zu beklagen waren, verließen die Überlebenden Hals über Kopf den Ort und forderten auch Flierl zum Gehen auf. Auf dem alten Finschhafen-Friedhof sind die frühen Gräber verfallen. Hier fanden auch Missionsangehörige ihre letzte Ruhestätte. Flierl machte sich die Entscheidung, bleiben oder gehen, nicht leicht. Schon früher hatte ihm ein Stabsarzt dringend geraten, das Land aus gesundheitlichen Gründen zu verlassen oder auf die Höhe zu gehen, wo es sich gesünder lebe. Der Missionar entschied, die begonnene Arbeit fortzusetzen und eine Bergstation auf dem fast 1000 Meter hohen Sattelberg zu gründen. Gemeinsam mit Missionar Georg Pfalzer machte sich Johann Flierl auf den Weg, um den Sattelberg zu erkunden. Ihr Versuch, dem Bachlauf zu folgen, scheiterte. Sie trafen jedoch Bewohner des Dorfes Dobio mit ihrem Häuptling Zake, der am nächsten Tag die Missionare selbst zum Sattelberg führte. Dieses Bild zeigt Häuptling Zake mit seiner Frau Gomo. Zakes Dorf wurde später seewärts verlegt und nach dem dortigen Platz Bore benannt. In Bore wurde 100 Jahre nach der Gründung der Sattelbergstation diese Gedächtniskirche errichtet. Im Eingangsbereich erinnert ein Bild daran, dass es Zake gewesen war, der Flierl und Pfalzer auf den Sattelberg geführt und damit Anteil an der Bergstation hatte. Flierls Wohnhaus. Die Erholungsstation hat viele gesunden lassen und manchem das Leben gerettet. Der Sattelberg wurde auch Schulstation. Eine noch weiterreichende Bedeutung kommt der Station Sattelberg aber als Missionsstation zu. Sie war das Tor zum Inland. Als zweiter Missionar kam Christian Kaiser auf die Station. Die erste Sattelbergkirche. Epiphanias 1904 durfte ich auf dem Sattelberg die ersten vom Stamm der Kotte taufen. Es waren dies Ouyang und Kupa. Dort, wo einst die erste Kirche stand, befindet sich die letzte Stationskirche. Sie verfällt, denn die umliegenden Siedlungen haben heute ihre eigenen kleinen Dorfkirchen. Die Dorfkirche von Sissi. Sie ist den von Missionar Flierl getauften ersten Kottechristen gewidmet, Ouyang und Kupa. Die Station Sattelberg überließ Flierl dem jungen Missionar Kaiser und gründete am Fuß des Berges die Station Helzbach. Hier verbrachte Flierl die längste Zeit seines Aufenthaltes in Neuguinea.
An Fliels Wohnhaus wurde immer wieder ein Zimmer angebaut. Die Lange Burg von Helsbach wurde es daher genannt. Die neue Station entwickelte sich rasch zu einer Koordinationszentrale. Von hier aus wurde die erste Evangelistenfamilie der Kottige Hilfenmission ausgesandt. Heute befindet sich in Helsbach die Kirchenverwaltung des Kotte-Distrikts. In seinen Erinnerungen vermerkt Fliel: Neuguinea ist zweifellos ein schönes Land. Aber die sogenannte Südsee-Idylle, das Gerede von den glücklichen Naturkindern, ist eine Erfindung von Leuten, die nicht wissen, wovon sie reden. Die Menschen lebten hier gefangen in ständiger Angst. Angst vor Zauberei, vor Überfällen und Blutrache. Ihre traditionelle Religion schrieb Blutrache für jeden Toten vor. Eine natürliche Todesursache gab es bei ihnen nicht. Und Neuguinea ist ein Fieberland mit vielen tropischen Krankheiten. Die weit verbreitete Malaria führt häufig zu Ohnmachtsanfällen. So wurde in einem Dorf eine Frau ohnmächtig. Die Leute glaubten, sie sei tot. Ihr Mann ging mit einigen Dorfgenossen ins Nachbardorf und erschlug dort einen anderen Mann, den er für schuldig hielt. Als er nach Hause kam, lebte seine Frau. Sie erfreute sich auch noch lange guter Gesundheit. Die Angehörigen des Erschlagenen aber nahmen Rache. Die von ihnen Getöteten mussten ihrerseits gerecht werden, sodass wegen des nur vermeintlichen Todes einer Frau binnen 2 Tagen 5 Männer erschlagen wurden. »1957 wurde auf dem Logauingberg ein Pastorenseminar eröffnet. Es trägt den Namen Senior Fliel. Die Ausbildung dauert 5 Jahre. Jeweils am ersten Advent findet die festliche Abschlussfeier für die frisch gebackenen Pastoren statt. Helmut Fliel erinnert sich: Diese Aufnahme zeigt meinen Großvater Johann Fliel in Helsbach 1930, kurz bevor die Großeltern Neuguinea für immer verließen. Das ist mein Freund Sakiano. Ich war 2 Jahre alt. Das Bild hat Symbolcharakter. Fliel war Bindeglied zwischen Braun und Weiß. Er verstand sich auch in Neuguinea als Anwalt der Einheimischen, und zwar ohne Rücksicht auf die Person. Ein Beispiel, das für viele andere stehen mag. Hier im Hube-Gebiet war ein australischer Regierungsbeamter mit Arbeiteranwerbern unterwegs. Der Beamte machte sich schwerer Misshandlungen wehrloser Dorfbewohner schuldig. 241 Männer hatten die Weißen schließlich an die Küste zum Arbeitseinsatz verschleppt. Fliel machte diese Vorfälle öffentlich und setzte durch, dass die Regierung das Gebiet für weitere Anwerbungen sperrte. Der Beamte wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Johann Fliel war 72 Jahre alt, als er mit seiner Ehefrau Luise Neuguinea verließ. Seinen Lebensabend verbrachte das Paar in Tanunda, in Luises alter Heimatgemeinde. In der Langmeilkirche erinnert ein Buntglasfenster unter anderem an Fliel, der links zu sehen ist. Ein großes Ereignis war 1932 die goldene Hochzeit des Ehepaares. Ihr neues Zuhause nannte die Gemeinde Neuguinea-Haus und es war mit einer angemessenen Feier eingeweiht worden. Vor dem Eingang haben wir 2 große Neuguinea-Muscheln postiert. Wir haben sie später Luise aufs Grab gelegt. Luise Fliel starb an ihrem 52. Hochzeitstag im Alter von 73 Jahren. Ihre letzte Ruhestätte
fand sie nahe den Gräbern der Missionare Tremel und Vetter den ersten Weggefährten ihres Mannes in Neuguinea. In dem einzigen Neuguinea-Missionsmuseum in Australien engagiert sich neben anderen ehrenamtlichen Helfern auch der Enkelsohn Erich Flierl. Das Museum wurde zu Ehren seiner Großmutter Luise Flierl Missionsmuseum genannt. We are in the Louise Flierl Mission Museum here in Harndorf. It was named after my grandmother. Incidentally, the book that I'm holding here is a translation of my grandfather's autobiography. Die Autobiografie seines Großvaters hat Erich ins Englische übersetzt. To make it accessible to my children and grandchildren here. Das Museum ist in einer ehemaligen deutschen Kirche untergebracht, in der Luises Eltern getraut worden waren. In Tanunda hat Johann Flierl zahlreiche Schriften verfasst, die in der Druckerei Auricht seines Schwiegervaters verlegt wurden. Das Gebäude dient heute anderen Zwecken. Durch eine großzügige Freipassage des Bremer Lloyd konnte ich mit dem Dampfer Mosel 1937 in mein Geburtsland zurückkehren. Ich war jetzt 78 Jahre. In Neuendettelsau verlebte Flierl seinen letzten Lebensabschnitt. Seinen 80. Geburtstag feierte er im Kreise seiner Familie. Johann Flierl verstarb am 30. September 1947. Er wurde auf dem Neuendettelsauer Dorffriedhof beigesetzt. An seinem Grab treffen wir Pastor Lukas Ketterbing aus Papua-Neuguinea. Er wurde am Senior Flierl-Seminar Logauing ausgebildet, um die von Flierl begonnene Arbeit unter seinen Landsleuten fortzusetzen. Aus den kleinen Anfängen ist die größte evangelische Kirche im Pazifik mit etwa 1 Million Christen erwachsen. Schon längst tragen die einheimischen Pastoren und Evangelisten die christliche Friedensbotschaft bis in die entlegensten Regionen von Papua-Neuguinea.